Die Schießereien in Dayton, Ohio mit 9 Toten sowie in El Paso, Texas mit 20 Toten haben in den USA erneut eine Diskussion über Waffengesetze und Rassismus ausgelöst. So soll der mutmaßliche Schütze von El Paso ein Manifest ins Internet gestellt haben, in dem er seine Bluttat als, so wörtlich, Antwort auf die hispanische Invasion bezeichnete. Der Verdächtige hat sich ergeben. Die Hintergründe der Tat von Dayton blieben zunächst allerdings völlig unklar. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Unter seinen Opfern sind 6 Afroamerikaner und seine eigene Schwester. US-Präsident Donald Trump kondolierte und er sagte, man müsse die Gewalttaten, die seit Jahren immer wieder passieren, stoppen. Konkrete Vorschläge, zum Beispiel beim Thema Waffenregulierung, machte Trump vorerst nicht. Er sprach von Tätern, die sehr ernsthaft psychisch krank seien. Trumps politische Gegner werfen ihm dagegen vor, er habe den Hass der Todesschützen erst selbst geschürt. Der Präsident hat als Kandidat für das höchste Amt im Land mexikanische Einwanderer als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnet. Er hat vor den Migrantenkarawanen und Asylsuchenden gewarnt, die er als Tiere und Seuche bezeichnet hat. Und das, obwohl Einwanderer weitaus weniger Straftaten begehen als jene Menschen, die in diesem Land geboren wurden. Trumps Beraterin Kellyanne Conway wies die Vorwürfe zurück. Sie schrieb, mit den Fingern auf andere zu zeigen, rette nicht ein einziges Leben. Der Schütze von Dayton hatte sein Gewehr offenbar legal gekauft. Trump selbst sagte auf die Frage, ob er etwas gegen das Waffenproblem unternehmen werde, seine Regierung habe bereits viel getan, aber vielleicht müsse noch mehr geschehen. Unterdessen fordern auch Bürger wieder strengere Waffengesetze, so wie diese Mütterorganisation, die in Washington demonstrierte.